Eine perfekte Pyramide. Ich finde eigentlich, dass ich auch ohne Aushilfe ganz gut zurechtkomme. Kannst du mir noch einmal helfen? Ich möchte die größte Packung haben, aber keinesfalls alles durcheinander bringen. Nein, die Packung darunter bitte. Nein, ich meinte die Packung weiter unten. Nein, die Packung eins tiefer. Vielen Dank. Das ist wirklich ein ausgesprochen lustiges Geschäft. Coco war froh, dass im Laden keine Ziegelsteine verkauft wurden. Die Dame da drüben sah aus, als brauchte sie Hilfe von einem Äffchen. Oh, sieht aus, als wäre meine Pyramide doch nicht so perfekt gewesen. Was haben Sie denn da? Das ist der Entwurf für unser neues Schaufenster. Es kommt ein Baum hinein, Bälle und andere hübsche Dinge. Oh, wie schön, ich kann es kaum erwarten. Wir können es aber erst aufbauen, wenn mein Sohn zurück ist. Ich werde den Entwurf mal lieber an einen sicheren Ort packen. Komisch, der lag doch eben noch hier. Der Verkäufer musste gar nicht auf seinen Sohn warten. Coco würde das Schaufenster für ihn aufbauen. Als erstes suchte er einen Baum. Hinter den leeren Kartons fand er auch einen. Und nun bunte Bälle. Und über den Bällen fand er lustige, bunte Schlangen. Papier kann noch keine Beine bekommen haben und weggelaufen sein. Wissen Sie was? Ich liebe Ihren Laden. Ich wollte nur noch einmal vorbeikommen und Ihnen frohe Weihnachten wünschen. Hallo, ich wünsche frohe Weihnachten. Warum wünschen mir denn alle mitten im Sommer frohe Weihnachten? Wegen Ihres Schaufensters, das ist wirklich eine tolle Idee. Oh, hallo Coco. Was auch immer Sie dem Äffchen bezahlen, verdoppeln Sie es. Ich habe noch nie eine so geniale Aushilfe erlebt. Ich auch nicht. Hast du mir etwa den ganzen Tag geholfen, die Kunden bedient und das hier alles geschmückt? Hallo, Paps. Die Schaufensterdekoration, die du dir ausgedacht hast, haut die Leute echt um. Der Laden ist rappelvoll. Du hast recht. Dann verkünden wir doch den ersten Weihnachtsverkauf in diesem Jahr einfach schon im Juli. Und das war die Idee von unserem heimlichen Angestellten Coco. Können wir jetzt raus hier? Es ist so heiß, ich gehe sonst ein. Ich weiß schon alles. Der Ladenbesitzer hat mir von deiner tollen Arbeit erzählt. Ich bin stolz auf dich, Coco. Wenn du so weitermachst, kannst du dir deinen Spielzeugherd bald kaufen. Aber bis es soweit ist, habe ich hier eine Kleinigkeit für dich, Coco. Glasur schmeckt herrlich. Vielleicht stammte er von einem Tier, das noch nie jemand gesehen hatte. Ja,
einem unentdeckten Dinosaurier. Du bist nun ein Forscher, Coco. Aber wie konnte ein Äffchen herausfinden, wie ein unentdeckter Dinosaurier genau aussah? Hallo, Coco. Oh, mir sind vorhin zwei Puzzleteilchen runtergefallen. Ohne die beiden Teile kann ich den Elefanten nicht beenden. Was Coco entdeckt hatte, sah nicht aus, als gehörte es zu einem Elefanten. Du hast sie gefunden! Na ja, du kannst es nicht erkennen, wenn du dir nur ein einzelnes Stück ansiehst. Du musst die Teile zusammenfügen. Siehst du? Also, um herauszufinden, wie seine Entdeckung aussehen sollte, musste Coco den Rest der Knochen finden. Wenn er diesen einen Knochen im Park gefunden hatte, konnten die anderen Teile nicht weit sein. Chucky behandelte Cocos Entdeckung wie ein Spielzeug. Was vielleicht erklärt, warum Hunde keine Forscher sind. Er hatte ihn nicht mehr. Seine Pfoten waren voller Erde. Er hatte ihn verbuddelt. Noch ein Knochen. Und schon hatte Coco seine ganz eigene Dinosaurier-Ausgrabungsstätte. Ein Dinosaurier, der Millionen von Jahren darauf gewartet hatte, entdeckt zu werden. Aber irgendetwas stimmte hier nicht. Die Knochen sahen alle gleich aus. Hallo, Coco. Was hast du denn da? Die hast du alle gefunden? Hier im Park? Chucky, so eine Überraschung. Hier hast du all deine Kauknochen versteckt. Ha, das sind sie wirklich. Chuckys verschwundene Kauknochen. Und gerade eben haben wir ihm einen neuen gekauft. Darum also behandelte Chucky Cocos Entdeckung wie ein Spielzeug. Das ist wirklich ein Glück. Wir haben die verschollenen Kauknochen das ganze Jahr über gesucht. Danke, dass du sie gefunden hast, Coco. Oh, das war wirklich ein sehr wichtiger Fund, Coco. Und wer weiß, vielleicht gräbst du eines Tages noch einen Dinosaurier aus. Wir müssen los. Wiedersehen. Bis dann, Coco. Alles Gute, Coco. Hey, du da! Hast du vielleicht den Park umgegraben? Dann machst du die Löcher jetzt alle wieder zu. Dinosaurierknochen auszugraben war viel schwerer, als es aussah. Aber auch wenn Cocos erster Knochen nicht von einem Dinosaurier stammte, war er ganz nahe dran. Ha ha!
Du willst also so groß und stark werden wie ich, hä? Prima, ich zeige dir die richtigen Übungen und bald wirst du so aussehen wie ich. Und zwar in 5 Jahren. Coco konnte keine 5 Jahre mehr warten. Nicht heute. Eins, zwei, drei, vier und eine halbe. Coco war eine halbe Lakritzstange gewachsen. Das Giraffenfutter und die Übungen hatten wirklich geholfen. Vielleicht schaffte er die restliche Hälfte, wenn er sich richtig streckte. Hier bleiben wir einen Moment, Schätzchen. Schlaf ein bisschen. Nichts hilft dir so beim Wachsen wie guter Schlaf. Und ich will doch, dass du schön groß und gesund wirst. Coco merkte, wie er von all dem Großwerden müde wurde. Und wenn Schlafen einen beim Wachsen half, konnte er 2 Dinge gleichzeitig tun. Der Schlaf ließ Coco viel, viel größer werden. Zumindest in seinem Traum. Es tut mir leid, aber du kannst nicht mit der Turbo Python 3000 fahren. Du bist zu groß. Coco war nicht so groß geworden wie in seinem Traum. Aber genug, um endlich 5 Lakritzstangen lang zu sein. Meine Mütze ist weggeflogen. Als der Mann mit dem gelben Hut sah, wie Betsys Mütze wegflog, erinnerte er sich wieder an jenen schicksalhaften Tag. Mein Hut! Ich habe meinen Hut verloren! Nein! Das ist es. Ich habe gar keine Angst vor der Achterbahn. Ich hatte nur Angst, meinen gelben Hut zu verlieren. Dein Hut ist gerettet, Betsy! Eins, zwei, drei, vier, fünf. So schnell bist du gewachsen. Du hast nicht zufällig von deiner Lakritzstange abgebissen, Coco? Als du das erste Mal gemessen wurdest, war die Lakritzstange länger und darum warst du nur 4 Stangen groß. Aber immer wenn du davon abgebissen hast, ist sie kleiner geworden, darum bist du nun 5 Stangen groß. Also bist du gar nicht gewachsen. Tut mir leid. Was soll denn das? Warum die langen Gesichter? Ich will keine langen Gesichter in meinem Park sehen. Hallo, Kapitän Zani. Sehen Sie, dieses Äffchen hier ist zu klein, um auf der Turbo Python 3000 mitzufahren. Zu klein? Pah! Er ist doch nicht zu klein. Äffchen werden nun mal nicht so groß. Darum haben wir auch unser extra Äffchen-Messschild. Bitte schön. Ja, du darfst tatsächlich mitfahren, Coco, und ich komme mit dir. Aber zuerst gib mir deine Lakritze. Wow! Hector half den Leuten in der Eingangshalle immer, sich zurechtzufinden. Darum war es jetzt eine leichte Übung für ihn, Coco an Hindernissen vorbeizulotsen. Hallo!
aber zur Affenbetreuung gehörte viel mehr als Coco nur, um die Möbel herumzuführen. Hector musste auch für Ordnung sorgen. Das allerdings hatte auch seine Vorteile. Und er half Coco, wenn es an Stellen juckte, an die er nicht herankam. Cocos Rollstuhlfahrkünste besserten sich täglich und Hector freute sich jeden Tag darauf, ihn zu besuchen. Dir auch einen guten Morgen, Hector. Und dann war plötzlich etwas anders. Vergiss nicht, benutze immer deine Krücken, tritt nicht auf den Verband und sei ein braves kleines Äffchen und du ein braver Dackel. Im Krankenhaus hatten sie Coco gezeigt, wie man mit Krücken ging. Aber er musste wohl noch etwas üben. Ziemlich bald konnte Coco mit seinen Krücken fast genauso gut laufen wie mit seinen Füßen. Und als er richtig, richtig gut war. Tolle Neuigkeiten, Hector. Coco hat ab heute einen Stützschuh. Coco zeigte Hector, wie sein gebrochenes Bein heilte. Aber Dackel können keine Röntgenbilder lesen. Hector passte es nicht, so weit von seiner Eingangshalle entfernt zu sein. Aber Coco wollte unbedingt spazieren gehen. Und klettern wollte er auch. Aber das war nicht erlaubt. Hector war ein sehr strenger Affenbetreuer. Trotzdem gingen sie jeden Tag in den Park und Coco malte ein paar tolle Bilder. Hector fand heraus, dass es ihm Spaß machte, im Gras zu liegen und mit einem Äffchen herumzuschlendern. Siehst du, der Knochenbruch ist geheilt. Oh, hallo! Coco war glücklich. Jetzt war er wieder beweglich. Alles beim Alten, wie ich sehe. Was kann man wohl sagen? Danke für deine große Hilfe, Hector. Dann stehst du mir also wieder als Wachdienst zur Seite, mein Freund. Coco wollte, dass Hector mitkam. Aber der hatte jetzt wieder Empfangsdienst. Coco brachte einfach all seine Freunde mit, damit er und Hector trotzdem zusammen spielen konnten. Und es war wirklich wieder alles beim Alten. Coco fand, dass das Haus auf dem Land ein wunderbares kleines Plätzchen war. Aber er fragte sich auch, wie es wohl wäre, ein wunderbar großes Plätzchen zu haben. Beispielsweise eine Burg.
Coco, sieh mal, was ich gefunden habe. Mein altes Fotoalbum. Oh, der kleine Junge? Das bin ich. Na, wie auch immer. Wenn ich das sehe, fällt mir ein, dass ich lange nicht mehr am Strand war. Wollen wir mal hinfahren? Du kannst dort eine Burg bauen. Naja, ich weiß nicht, ob wir eine Sandburg bauen können, die so schön ist. Aber wir sollten es einfach versuchen. Coco? Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du jetzt an den Strand fahren. Den ganzen Weg über tüftelte Coco an seinen Bauplänen für die Burg. Er wollte, dass sie wirklich perfekt wurde. Coco, wir sind da. Riech mal diese salzige Luft. Coco? Coco hatte gar nicht erwartet, dass er so viel Platz für seine Burg haben würde. Bei derartig viel freiem Raum konnte er ja viel größer bauen. Coco, warte auf mich! Hast du schon irgendeine Idee für deine Sandburg? Cocos Sandburg würde nicht irgendeine Sandburg werden. Aber hier muss sie doch irgendwo sein. Ich bin sicher, dass er hier seine Sandburg bauen wollte. Nein! Ist das etwa Cocos Sandburg? Hallo! Ist irgendjemand zu Hause? Coco? Ich bin's! Coco, das ist die beste Sandburg aller Zeiten, die ein Äffchen je gebaut hat. Sie ist gigantisch! Nun wusste er genau, wie seine Sandburg aussehen sollte. Und er wollte, dass es eine Überraschung wird. Wollen wir zusammen eine Burg wie diese bauen? Ah, verstehe. Du baust deine Burg hier und ich soll irgendwo da drüben hingehen. Und dann überraschen wir uns gegenseitig. Ist das deine Idee? Ich finde, das hört sich spaßig an. Ich bin wirklich gespannt, Coco. Du brauchst einen Eimer und eine Schaufel, wenn du eine Sandburg bauen willst. Coco hatte gedacht, er müsste alles mit bloßen Händen bauen. Es würde also noch leichter werden, als er erwartet hatte. Ich kann dir ein paar gute Tipps geben. Okay, ich bin dann hinter der nächsten Düne, sodass du nicht sehen kannst, was ich baue. Cocos Burg würde eine riesige Überraschung werden. Und zwar wirklich riesig. Zuerst markierte er ganz genau, wo die Wände hinkommen sollten. Dann beschloss er, wo er die Türen einbauen würde. Man muss immer genau wissen, wo es rausgeht, falls es mal ein Feuer gibt. Und nun zum leichten Teil. Die Bauarbeiten. Na, war die Spazierfahrt schön, Benny? Aber natürlich war sie das.
bedeutet das denn? Hey, Hector! Sieht so aus, als hätten wir heute zwei Empfangshunde. Huhuhu, was sagst du dazu? Sag auf Wiedersehen, Hündchen. Aber Hector zu sein bedeutete mehr als nur Spaß und Spiel. Zum Beispiel gehörte dazu, lang und niedrig zu sein. Oh, vielen Dank. Sieh mal, Benny, Hector hat deinen Ball gefunden. Guter Hund. Coco wollte auch ein guter Hund sein. So wie sein neuer Held Hector. Warten Sie mit dem Fahrstuhl. Und da war seine Chance. Aber Sachen mit dem Mund aufzuheben war schwieriger, als es aussah. Das ist ein Baby, richtig? Hallo, Baby. Danke, das ist ein Hund, richtig? Danke, Hündchen. Hector konnte es nicht fassen. Jeder wusste doch, dass Hunde viel würdevoller waren. Außerdem bedeutete Hund zu sein harte Arbeit. Man musste sich nur Hector ansehen. Lieferung! Es sieht sehr wichtig aus. Das Päckchen wird sofort nach oben gebracht, versprochen. Kommt mit, ihr beiden Empfangshunde. Oh, oh. Sieht so aus, als würden wir feststecken. Keine Sorge, Hector. Das kriegen wir wieder hin. Ich löse den Alarm aus. Oh, oh. Es gibt nur einen einzigen Weg hier heraus. Aber dazu müssten wir klettern können wie ein Äffchen. Ah. Du warst so ein guter Hund, Coco. Ich hatte fast vergessen, dass du ein Äffchen bist. Coco hatte auch schon fast vergessen, dass er ein Äffchen ist. Es gibt Dinge, die ein Affe besser tun kann, als jeder andere es könnte. Hallo, in unserem Haus ist der Fahrstuhl stecken geblieben. Und das Beste daran war, dass Coco nicht einmal nachdenken musste, um ein Äffchen zu sein. Er war es einfach. Gute Idee. Eine Taschenlampe. Danke, Coco. Und auch noch eine Flasche Wasser. Und Kuschelkissen. Und ein kleines Radio. Genau. Es war wirklich das Beste. Einfach nur ein Äffchen zu sein. Großartig! Geschafft! Das verdanken wir dir, Coco. Selbst Hector war von Coco beeindruckt. Vielleicht würde er doch mal einen guten Hund abgeben, eines Tages. Aber Coco wollte gar kein Hund mehr sein. Alles, was er wollte, war ein Bad nehmen, sich die Zähne putzen und in seinem schönen, aufgeräumten Zimmer ins Bett gehen. Wie konnte sich eine Schildkröte in einer Badewanne noch mehr zu Hause fühlen? Vielleicht fehlten Frösche. Ahoi, Taucheräffchen! Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Möchtest du haben? Nur zu. Die Flossen sahen aus wie Froschfüße. Warte, du kannst da nicht einfach so rein. Ach, schon gut. Nun, da du schon drin bist, mal sehen, kannst du das hier auch gebrauchen?
Mit den Flossen war Coco so schnell, dass er die Frösche einholte. Die Frösche waren erstaunt. Sie hatten noch nie einen so riesigen, haarigen Frosch gesehen. Nun hörte es sich in der Wanne sogar so an wie bei der Schildkröte zu Hause. Vielleicht waren Sand und Schnecken und Frösche aber immer noch nicht genug. Also holte Coco noch alles an Seegrünzeug, das er finden konnte, selbst das Schleimige. Er hatte aus Versehen einen Fisch gefangen. Das musste der Schildkröte doch gefallen. Wie konnten denn Sand und Schnecken und Frösche und Seerosen und schleimiges Grünzeug und ein Fisch immer noch nicht ausreichen? Das Einzige, was in der Wanne noch fehlte, war Herr Quint. Vielleicht konnte ein Äffchen eine Schildkröte einfach nicht glücklich machen. Außer, wenn es sie in Ruhe ließ. Also beschloss Coco wieder das zu tun, womit er eigentlich angefangen hatte. Nämlich Bills verlorenes Frisbee zu suchen. Aber dann entdeckte er viel mehr als nur ein verlorenes Spielzeug. Schildkröten können die Luft für eine lange, lange Zeit anhalten. Viel länger als ein Äffchen. Ach, was für ein Tag. Ich kann es kaum erwarten, ein schönes, entspannendes Bad in der Wanne. Oh! Wer bist du denn? Coco, ist es wirklich so lange her, dass ich die Badewanne sauber gemacht habe, oder warst du das? Ah, wie schön. Jetzt sind alle wieder zu Hause. Na, hast du gelernt, dass zu einem schönen Zuhause mehr gehört als eine kleine Badewanne? Als ihm diese Geschichte wieder eingefallen war, wurde Coco klar, auch wenn es Spaß machen würde, wenn Würmer unter seinem Bett wohnten, so waren sie doch sicher glücklicher in ihrem eigenen Zuhause, in der Erde. Trotzdem war es schön zu wissen, dass man überall neue Freunde finden konnte, auch mitten im Garten. Oder sogar darunter. Und dann wusste er plötzlich wie. Ich fürchte, morgen wird es sogar noch kälter werden. Tut mir leid. Träum schön von etwas Warmen. Gute Nacht. Noch kälter morgen? Coco konnte es kaum erwarten.
Vergiss deine Mütze nicht. Kokos Plan funktionierte. Coco hatte nämlich eine Eisbowlingbahn gebaut. Und endlich hatte er seinen Spaß. Aber da tat Hopsi das Eichhörnchen etwas Unerwartetes. Zuerst dachte Coco, dass das Eichhörnchen Bowling wohl nicht mochte. Aber Hopsi wollte nur an die eingefrorenen Nüsse. Coco und Hopsi spielten Nüsse-Hockey, bis die Sonne unterging. Und dann machte er alles bereit für den nächsten Tag. Am Morgen zog sich Coco sehr warm an. Du brauchst deine Mütze und deinen Schal heute nicht. Es ist wärmer geworden. Es war ein großartiger Tag. Wie sich gezeigt hatte, konnte der Winter auch Spaß machen. Nur war es heute leider nicht mehr kalt genug, um etwas einzufrieren. Dabei hatte er sich so viele spaßige Sachen ausgedacht und nun war alles umsonst. Winter. Das ist die reinste Achterbahnfahrt des Ärgers. Es hat angefangen zu schneien. Dann wird bis heute Abend hier meterhoch Schnee liegen. Zum Glück habe ich einen neuen Schneeschieber. Vielleicht war es nicht umsonst, dass er sich all die Sachen ausgedacht hatte. So war die langweilige Zeit, bis der erste Schnee fiel, schneller vergangen. Coco, der Schnee kommt ins Haus. Tja, der Winter war eine Achterbahn. Und Äffchen lieben Achterbahnen. Er will wohl verhindern, dass wir vor der Hauptmahlzeit schon satt sind. Um die Kratzer an der Tür zu messen, brauchte Coco etwas Längeres. Ich glaube, er ist Restaurantkritiker. Hast du das gesehen? Er testet die Spaghetti. Die Kratzer gingen aber auch in die Tiefe. Und wie sollte er das messen? Mit den Ravioli. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich es dir hingestellt habe. Herr Ober, eine Flasche Wasser, bitte.
Die Ravioli testet er etwas eigenartig, findest du nicht? Ja, aber sie scheinen ihm besser zu schmecken als die Spaghetti. Die hat er nur über den Boden geschleift. Die Kratzer an den Sitzen waren viel kürzer als die an der Tür. Und sie waren auch viel tiefer. Coco konnte beweisen, dass die Kratzer unterschiedlich waren. Noki war also unschuldig. Aber von wem waren sie dann? Coco konnte dieses Problem nicht ungelöst lassen. Er musste eine Spur finden. Also ein Bär oder ein Dinosaurier war garantiert nicht hier reingekommen. Darf ich fragen, wo unser Knoblauchbrot bleibt? Wir warten schon eine Ewigkeit drauf, so geht das nicht. Ihr Kellner ist ziemlich faul. Oh, das tut mir aufrichtig leid. Mi scusi, ich werde es natürlich sofort holen. Sie täuschen sich, er ist kein Kellner. Er ist Restaurantkritiker und schreibt einen Bericht. Seien Sie bitte nicht albern. Nein, das stimmt. Die Ravioli zum Beispiel findet er exzellent. Diese Kratzer waren vorhin noch nicht da. Sie sind absolut neu. Das ist einer der gründlichsten Restaurantkritiker, die ich je gesehen habe. Das ist kein Restaurantkritiker, auch kein Kellner. Das ist ein Affe. Ein großer Wissenschaftler lässt auch bei einem schwierigen Problem nicht locker. Darum musste Coco noch mal nachdenken. Das ist ja affenartig. Sie täuschen sich, das ist kein Affe. Wo bleibt das Knoblauchbrot? Coco zeigte nun allen, was er entdeckt hatte. Ich liebe dieses kleine, schlaue Äffchen. Du hast bewiesen, dass Gnocchi unschuldig ist. Ich bin glücklich. Zur Feier des Tages mache ich 2 Tabletts mit Cannoli. Ganz genau. Cannoli für alle. Und die Rechnung geht aufs Haus. Das ist ja wunderbar. Genügend Cannoli für alle zuzubereiten, machte sehr müde. Und was Coco betraf, er konnte zwar wie ein Wissenschaftler denken, aber er aß wie ein Affe. Wir helfen dir, alles zurückzubringen. Was heißt wir? Ich bin kurz vorm Rekord. Post wegnehmen ist verboten. Dafür wird man nämlich ganz doll bestraft. Du weißt, dass er es getan hat. Das macht dich zu seinem Komplizen. Kokos Jagd nach frischem Obst machte ihn kriminell. Aus Versehen. Das konntest du nicht wissen. Du bist ein Affe. Okay, ich mach's schon. Dann kann ich früher wieder weiterspielen. Du brauchst ja Ewigkeiten. Ich bin älter, klüger und schneller außerdem. Ach ja? Wie wär's mit, wer die meisten Päckchen am schnellsten zurückbringt, darf mit deinem Spiel spielen? Du, Chucky und der Nachbaraffe könnt eine Mannschaft sein. Ich schlag euch garantiert alle. Sein Name ist Coco und die Wette gilt. Die habe ich gleich gewonnen. Irgendwas für dieses Haus? Augenblick mal, da steht 15 drauf. Wir müssen ein Paket finden, wo ein 8 drauf steht.
Ihr müsst euch schon ein bisschen schneller bewegen. Während Betsy und Coco suchten, lief Steve in Windeseile von Haus zu Haus. Wir haben gar kein Päckchen für die acht dabei. Das Rumgesuche ist Zeitverschwendung. Das ist mein sechstes. Habt ihr überhaupt schon ein einziges ausgeliefert? Er ist viel schneller. Oh, du hast sie geordnet. Gut gemacht, Coco. Keins für Haus Nummer 8, aber wir haben drei Stück für die 14. Gerade Nummern sind auf dieser Straßenseite und gerade dort drüben. Alles klar, dann rollen wir los. Nach dieser Methode begannen sie mit der Arbeit. Sharky half auch dabei. Steve rannte kreuz und quer durch die Straßen. Das kostete viel Zeit, während das Dreierteam die Päckchen der Reihe nach austrug. Ich habe 11 Pakete ausgeliefert. Hey, wieso ist der Wagen auf einmal leer? Tja, weil wir auch 11 Pakete ausgeliefert haben. Wer also sein nächstes am schnellsten ausgetragen hat, der hat gewonnen. 20? Wieder auf die andere Straßenseite? Bitte nicht. Wir werden garantiert gewinnen. Er muss ziemlich weit laufen. Und dieses ist für Nummer 9 direkt hinter uns. Hey, hier gibt's überhaupt keine 9. Was machen wir jetzt? Das ist die 7 und da ist die 11. Ich versteh's nicht. Nummer 9. Du hast sie gefunden. Ja, ich war im Geschäft, als das Päckchen geliefert wurde. Also muss es jemand gestohlen haben. Schicken Sie einen Polizisten vorbei. Nein, schicken Sie 2 Polizisten. Nein, schicken Sie 4 Polizisten. Ich will, dass derjenige verhaftet wird. Ich hab's gerade gefunden. Ja, ein glattes Unentschieden. Kann ich jetzt ein Spiel haben? Nein, nur der Gewinner darf. Ach, was soll's. Spielt eine Runde, sonst nervt ihr mich ja nur. Ja, hurra! Ich fasse es nicht. Wir dürfen. Yippie! Wo ist mein Spiel? Ich hab's doch hier gelassen. Wo kann es denn nur sein? Ich war kurz davor, den Rekord zu brechen. Ich war schon bei Level 7. Wo er auch suchte, er fand sie nicht. Aber er fand die Pumpe. Spätestens jetzt müssten gute Wachschweine Alarm schlagen. Nur leider konnten sie das nicht. Das Tor war zu. Wie sollte ein kleiner, schwacher Affe eine so große, schwere Pumpe bewegen? Mit einem Fahrrad vielleicht? Dann müssten die Räder aber unter der Pumpe sein und nicht unter einem Affen. Fertig. Füße, die keine Fäden ziehen. Soll ich ihn vielleicht einpacken? Also ehrlich, die fädenziehenden Füße haben mir besser gefallen.
Ist mir fast peinlich, aber können die anderen wieder dran? Kein Problem. Hauptsache, sie kaufen ihn. Ha, dann bin ich glücklich und zufrieden. Seine Erfindung machte die Sache nicht viel einfacher. Irgendjemand musste ihm beim Ziehen helfen. Wie wär's mit der Ziege? Besser, sie zieht mit am Wagen als an ihrer Kette. Vielleicht doch lieber die Schweine? Aber kaum hatte er das Tor geöffnet, rannten sie los, um Alarm zu schlagen. Gab es niemanden, der helfen konnte? Also gut, die Küken boten sich an. Aber eine Kuh war viel stärker. Alles klar, ihr läuft. Wir haben es geschafft. Die Schweine, da stimmt was nicht. Das sehe ich auch so, wenn die uns mal nicht was Wichtiges zu sagen haben. Zumindest sagen sie uns, dass die Schweine los sind. Ihnen nach! Die Kuh brachte die Pumpe so in Schwung, dass plötzlich die Pumpe die Kuh in Schwung brachte. Es dauerte nicht lange, da hatte er das ganze Wasser aus dem Haus gepumpt. Ah, Coco, da bin ich wieder. Oh, mit dem neuen Teppich sieht das Zimmer viel sauberer aus. Hey, sieh mal, was ich gekauft habe. Coco wusste, dass der Raum noch ziemlich nass war. Aber er hatte das Gefühl, als hätte er etwas Wichtiges vergessen. Coco! Nun, was auch immer er vergessen hatte, er würde es schon früh genug erfahren. Coco glaubte, den Schwanz zu erkennen, der da auf ihn zuraste. Aber das konnte nicht Hector sein. Der könnte nie in einem solchen Affenzahn an ihm vorbeirasen. Wie viele rollschuhlaufende Wiener Würstchenhunde gab es wohl in der Stadt? Es war vorbei. Hector bereute bitter, dass er die rollenden Schuhe angezogen hatte und wollte sie endlich loswerden. Ein Hund auf Rollschuhen, was für ein begabter Kerl du doch bist. Und noch dazu so hübsch. Andererseits sah er offensichtlich sehr vorteilhaft mit diesen Dingern aus. Mit etwas Übung könnte er zum Stadtgespräch werden. Weiter so, Hundchen. Miau, miau.
Was könnte es Schlimmeres für einen angesehenen Wachhund geben, als mit einer Katze auf dem Rücken durch die Straßen zu rasen? Vor aller Augen. Wow, wo hat die Katze das Skateboard her, das wie ein Hund aussieht? Nocki beobachtete, dass der Junge die Richtung wechseln konnte, wenn er sich hin und her schwang. Vielleicht sollte sie das auch versuchen. Coco glaubte, den fliegenden Hund zu kennen. Aber nein, Hector war es nicht. Hector war nicht der Typ, der durch die Lüfte flog. Nur so viele rollschulfahrende, fliegende Wiener Würstchen, Hund- und Katze-Teams konnte es in der Stadt doch nicht geben. Coco fand, das sei ein sehr guter Moment, Hector zu zeigen, wie man anhält. Aber so oft Coco auch bremste, sie rollten schneller und schneller. Er konnte sich nicht vorstellen, wie sie jemals stehen bleiben sollten. Dann konnte er es. Hector, mein Herzenssohn, da bist du. Wo hast du dich? Oh nein, du bist ja voller Schlamm. Und es hat den Anschein, als sei er nicht der Einzige. Wir kommen in Teufels Küche, wenn dich die Mieter in diesem Zustand sehen. Ich hole ein Handtuch und mache dich sauber, mein Junge. Fällt dir was zum Thema Sauberkeit ein? Hey, nicht so eilig! Coco! Hector war sich sicher, wenn der Affe und die Katze nicht gewesen wären, könnte er jetzt richtig gut Rollschuh laufen. Waren da nicht zwei Paar Rollschuhe? Vielleicht in meiner Fantasie. Die Kaninchen waren einfach viel zu schnell. Coco musste sie überlisten. So, nun waren es nur noch sechs. Glück für Coco, dass die Kaninchen zu jung waren, um über Fußspuren Bescheid zu wissen. Um Kaninchen zu überlisten, muss man schlau sein. Da kann eine Kappe helfen. Prima. Nun fehlten nur noch vier. Eichhörnchen mögen keine Überraschungen. Nicht mal kleine. Coco war froh. Er hatte schon Schneeball, Pünktchen, Schwarzohr, Wattebausch und ein sehr erschrockenes Eichhörnchen.
Also von einem Äffchen geschnappt zu werden, ist eine Überraschung, die Eichhörnchen wirklich gar nicht mögen. Oh oh, nicht alle Fußspuren führen zu süßen kleinen Kaninchen. Coco, was machst du denn da? War Bill etwa schon auf dem Heimweg? Coco musste schnell sein. Nun hatte Coco alle wieder. Nur Herbert Hoppinger fehlte. Und Bill würde bald zu Hause sein. Coco hatte schon alles abgesucht. Was er brauchte, war ein Kaninchenexperte. Aber kannte Coco einen Kaninchenexperten? Das schien nicht zu klappen. Sie hatten keine Zeit, mit einem Wollknäuel zu spielen. Sie mussten Herbert finden. Aber das war ja gar kein Wollknäuel. Es war der Puschelschwanz von Herbert Hoppinger. Hey Coco! Du passt auf die Kaninchen auf? Danke! Als Belohnung dafür, dass du so nett warst und mein Kaninchen Gesellschaft geleistet hast, hole ich dir nun sofort eins raus. So ein Kaninchen zu streicheln ist nicht leicht. Man muss immer alles unter Kontrolle haben, weißt du? Schritt 1. Vorsichtig den Riegel aufmachen. Aber du wolltest doch eins streicheln, oder nicht? Na schön, du bist wirklich ein vorsichtiger kleiner Kerl. Aber sag mal, wie kommt denn die Eichel da rein? Coco überlegte, ob die Giraffe hier allein lebte. Oder mit einem Freund, wie zum Beispiel dem Mann mit dem gelben Hut. Die Giraffe und das Zebra grüßten nicht. Vielleicht konnten sie ihn im Dunkeln nicht sehen? Hier waren gar keine Tiere. Das war etwas ganz Seltsames. Die komischen Sachen im Zimmer, sie machten an der Wand Schattentiere. Wenn die anderen das nur sehen könnten. Selbst, ob Ihnen diese Farbe wirklich gefällt, bevor wir das ganze Zimmer streichen, Herr Glas. Ich habe die Farbe selbst ausgesucht. Ständig höre ich klagen, das Zimmer sei langweilig. Darum möchte ich, dass es voller Leben ist. Ich weiß nicht, ob die Farbe gerade das ist, was Sie mit voller Leben meinen. Ah! Coco war glücklich, dass endlich jemand sein Kunstwerk bewunderte. Nur die Leute sahen nicht glücklich aus. Vielleicht mussten sie noch mal hingucken.
Wenn er das Licht aus- und dann wieder anmachte, konnten jetzt alle die Tiere sehen, die er gesehen hatte. Habt ihr das gemacht? Nein, Herr Glas. Das muss der Affe gewesen sein. Coco hatte schon oft enttäuschte Menschen gesehen. Meistens brauchten sie nur etwas Ruhe und mussten allein sein. Haltet den Affen auf! Affe malt Zimmer an, Malermeisterin verärgert. Das kann nur Coco gewesen sein. Das ist doch nur ein Vogel. Coco fand seinen Vogel ganz gut, aber ein Häschen konnte er noch viel besser. Was? Das ist ein Häschen. Ich muss unbedingt mit dir reden, Coco. Coco! Warst du das, der das Zimmer angemalt hat, du freches Äffchen? Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Coco. Ja, ich... ihm danken? 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 Wissen Sie, ich habe gedacht, der Schatten sei ein Pferdchen. Aber nein, es ist ein Zebra. So etwas kann sich nur ein Genie oder ein Affe ausdenken. Ich kann dieses Zimmer jetzt als Glaspalast-Dschungeltierzimmer vermieten. Weißt du, Coco, der Glaspalast steht immer halb leer, aber mit außergewöhnlichen Zimmern wie diesem hier wird sich das ändern, weil den Leuten so etwas gefällt. Verstehst du? Na, hatten Sie einen schönen Tag? Ja, Coco hat heute eine Arbeit gemacht, für die er viel Lob bekommen hat. Hector freut sich, dass wir zu Hause sind. Ja, Hector freute sich riesig, dass Coco wieder zu Hause war. Und dass in der Stadt Ruhe und Ordnung herrschte. Ich glaube, mein kleiner Hector hat Hunger. Der Kornspeicher der Renkens. Der Fluss brachte sie also wieder nach Hause. Sie waren gar nicht verloren gegangen. Sie mussten nur noch anhalten. Sie mussten noch ein ganzes Stück laufen, aber sie wussten, wenn sie den Speicher erstmal erreicht hatten, wären sie total verloren. Es war der falsche Kornspeicher. Sie waren jetzt noch ärmer dran als die armen Küken. Coco konnte nicht mal den Fluss wiederfinden. Nichts kam ihm bekannt vor. Aber da war wieder der Entenfelsen. Ein Orientierungspunkt. Coco hatte eine Idee. Sie konnten den großen Entenfelsen sehen. Woran waren sie noch vorbeigefahren? An den gekreuzten Bäumen? Am Schiff? Und am Speicher? Die Sonne ging hinter dem Speicher der Renkens unter. Plötzlich fühlten sie sich nicht mehr so verloren. Sie rannten zu dem Felsen. Aber als sie dort ankamen, sah er gar nicht mehr so aus wie der große Entenfelsen. Doch als Coco um ihn herumging, da stellte er fest, dass es sehr wohl der große Entenfelsen war. Die gekreuzten Bäume.
Sie hatten ihren nächsten Orientierungspunkt gefunden. Und da war das Schiff. Es ging wieder ein Stück weiter. Wenn er dem Flusslauf immer weiter folgen würde, käme er irgendwann zu dem Speicher. Die Sonne stand direkt dahinter. Aber da wurde Coco klar, dass, wenn er denselben Weg zurücknehmen würde, den er gekommen war, sein Rückweg viel zu lange dauern würde. Sie könnten doch eine Abkürzung nehmen und einfach der Sonne folgen. Das war ja ein Kinderspiel. Naja, es wäre ein Kinderspiel, wenn sie sehen könnten, wo sie langgehen. Sie mussten auf die Sonne zulaufen. Aber wie sollten sie die jetzt finden? Da ging es lang. Die Küken erinnerten sich an diese freundlichen Affenfüße. Ach, im Dunkeln werden wir die Küken nie finden. Coco! Habe ich dir nicht gesagt, du sollst bei den Enten bleiben? Du hast sie zurückgebracht. Coco, du bist ja ein Heldenaffe. Coco, wie hast du das geschafft? Nach einem anstrengenden Tag auf dem Land, was könnte da erholsamer sein, als nach Hause in die Stadt zu fahren? Hast du unten am Wasser ein Floß gesehen? Bill hat es für uns gebaut. Nächstes Wochenende machen wir eine erholsame Fahrt mit dem Floß. Das wird bestimmt lustig. Da bist du ja. Ich habe dich schon überall gesucht, Äffchen. Coco hätte noch weiter mit den Verpackungsleuten gespielt, aber leider, er musste die Hosen nach Hause bringen. Coco war nicht lange weg gewesen. Aber als er nach Hause kam, war das Geschenk spurlos verschwunden. Da bist du ja mit meinen Hosen. Ich danke dir. Ich weiß ganz genau, wie kleine, neugierige Äffchen so sind. Deshalb habe ich das Geschenk gut versteckt. Dann musst du nicht immer daran denken. Aber ein verstecktes Geschenk machte Coco nur noch neugieriger. Und dann entdeckte Coco zum ersten Mal, dass auch die Wände in Papier verpackt waren. Es sah aus, als käme eine Verpackung nach der anderen. Vielleicht waren da hunderte Schichten übereinander. Vielleicht auch nicht. Coco beschloss, die Wand wieder ordentlich zu verpacken. Aber das Papier wollte nicht halten. Wie konnte er das Badezimmer für Frau Professor Weisheits Geburtstag wieder perfekt herrichten?
Bist du das, Coco? Wasch dir schnell die Hände, Frau Professor Weisheit wird gleich kommen. Und steht die Schale mit ihren Lieblingsfrüchten so, dass ich sie auch gut sehen kann? Nein, nein, so kommst du mir nicht davon. Du hast dich gar nicht gewaschen, deine Hände sind ganz klebrig. Also dann ab zum Waschen. Oh, was um alles in der Welt ist hier passiert? Das ist Frau Professor Weisheit. Schnell, hilf mir aufräumen. Hallo, Coco. Ist alles in Ordnung? Ich bin gleich da. Ich habe Ihre Lieblingsfrüchte besorgt. Greifen Sie zu. Ist das vielleicht eine Banarine? Du kannst Früchte nicht verpacken, Coco. Das macht die Natur selbst. Andererseits kann die Natur keine Banarinen machen. Tut mir leid, ich... Herzlichen Glückwunsch von Coco und mir. Oh, das war doch nicht nötig. Willst du mir beim Auspacken helfen, Coco? Was für eine Überraschung, das hätte ich nie erwartet bei einem so großen Karton. Genau darum habe ich es so verpackt. Oh, meine Lieblingssinfonie, dass Sie daran gedacht haben. Dankeschön. Wir können Sie beim Abendessen hören. Oh, warten Sie, ich helfe Ihnen. Coco nahm sich lieber schon mal etwas zu essen. Denn er wusste, das würde nun länger dauern. Dann fragte sich Coco, was aus einem Gummiband wachsen konnte. Oder dieser Feder. Coco würde alle möglichen spannenden Dinge wachsen lassen. Der Mann mit dem gelben Hut hatte seine Rede noch nicht fertig. Aber Coco könnte doch den Rest für ihn wachsen lassen. Bla bla di bla blidel di du bla bla. Vielen Dank. Das würde die beste Rede aller Zeiten werden. Hallo Coco, hast du etwa die ganze Zeit hier gesessen und auf mich gewartet? Ah, du hast nicht die ganze Zeit hier gesessen und auf mich gewartet. Wenn der Mann dieses Gesicht machte, dann hieß das, Coco würde einen langen Vortrag hören. Also, verstehst du, Samen, Nüsse und Eicheln, all diese Dinge wachsen in der Erde. Aber meine Socken, das Radio und der Dosenöffner wachsen nicht in der Erde. Na schön, dann müssen wir jetzt wohl schnell all die Dinge ausgraben, die du verbuddelt hast. Oh, Coco, wo ist meine Rede geblieben? Das Allerwichtigste ist meine Rede. Die müssen wir zuerst ausgraben. Aber anders als Hopsi, das Eichhörnchen, konnte Coco nicht schnuppern, wo er zuerst graben musste. Alles roch nur nach Erde. Hallo, grabt ihr euch ein Swimmingpool? Oh, schön wär's, Bill. Nein, Coco hat Eichhörnchen gespielt und meine wichtige Rede vergraben. Und nun finden wir sie nicht. Ich helfe euch. Wartet, ich kenne jemanden, der uns wirklich helfen kann. Sie ist Expertin im Buddeln.
Hier ist ihre Rede auch nicht. Sie graben sich wohl einen Swimmingpool. Coco hat was verbuddelt. Wir versuchen, es wiederzufinden. Nun, ich habe einen Metalldetektor. Damit suche ich manchmal unten am See nach Münzen oder ähnlichen Dingen. Vielleicht kann ich damit helfen. Toll! Also, naja, meine Rede ist nicht wirklich aus Metall. Ich meine... Oh, ja. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Vielleicht ist es das endlich, wonach wir suchen. Nein, meine Rede ist nicht aus Metall. Ob die etwa von einem Piraten sind? Ja, möglicherweise. Vielleicht gehören sie zu einer Schatzkiste. Ach nein. Wir werden die Rede niemals rechtzeitig finden und es ist keine Zeit mehr, sie neu zu schreiben. Die Lobrede muss leider ausfallen. Coco konnte zwar nicht, was ein Eichhörnchen kann, aber dafür, was Affen eben können. Das bedeutete, er konnte wirklich sehr, sehr gut sehen. Du hast sie gefunden! Die Rede! Nun, die ist aber nicht aus Metall. Das ist also die frische Landluft, in der diese wunderbare Rede entstanden ist. Wollen Sie etwas Bestimmtes pflanzen? Das ist eine sehr lange Geschichte. Das ist aber keine Erdnuss. Sieht aus, als würde das, was du vergraben hast, wachsen. Dann steckt also vielleicht doch ein kleines Eichhörnchen in dir. Coco und Hector hatten sich nicht einfach nur verlaufen? Sie hatten sich im Dunkeln verlaufen. Coco hatte eine Idee. Sie konnten zwar nicht viel sehen, aber vielleicht konnten sie ihren Weg nach Hause hören. Coco versuchte, sich an die Geräusche zu erinnern, die er auf dem Weg hierher gehört hatte. Na toll, sie hatten sich mitten in der Nacht verlaufen und alles, was diesem Affen einfiel, war ein Affenzirkus. Dann hatte Hector eine Idee. Sie konnten ihren Weg nach Hause zwar nicht sehen, aber vielleicht konnten sie ihn hören. Nun versuchte Hector, sich zu erinnern, was er gehört hatte. Jetzt hing alles von seinen scharfen Hundeohren ab. Nein, das war nicht das richtige Geräusch. Und der Musikant stand auch nicht dort. Und an dieser Musik stimmte auch etwas nicht. Aber auf einmal... Hector wusste, dass sie immer näher kamen, denn das Geräusch wurde immer lauter und deutlicher. Aber dann wurde es plötzlich wieder leiser. Wie sollte Hector erklären, dass sie das Geräusch irgendwie verloren hatten? Manche Dinge kann ein Hund einem Äffchen eben nicht erklären. Jetzt an arbeiteten sie als Team zusammen. Coco erinnerte sich an das, was er gehört hatte.
und Hektors scharfe Hundeohren führten sie von Geräusch zu Geräusch. Kurze Zeit später fanden die beiden schließlich zurück in die Straße hinter ihrem Haus. Und das war ihnen geglückt, weil sie zusammengehalten hatten. Hektor fragte sich, wieso er sich jemals über Coco geärgert hatte. Der Teppich ist jetzt tipptopp. Wenn Sie wüssten, wie schmutzig der war. Ich habe hier in dem Fass wahrscheinlich das dreckigste Wasser der Welt. Coco wollte unbedingt wissen, wie das dreckigste Wasser der Welt aussah. Kühlschrank gibt es leider keine Ersatzteile mehr. Er ist zu alt. Wie wäre es, wenn Sie sich einen neuen kaufen? Wieso zu alt? Er funktioniert noch. Ich liebe ihn. Nein, ich werde ihn nicht wegwerfen. Ich versuche erst einmal, einen passenden Griff zu finden. Langsam befürchtete Coco, er würde sein Bild niemals aufhängen. Und plötzlich sah er den Griff. Coco erzählte ihnen die ganze Geschichte und dass er nun den Mann mit dem gelben Hut holen würde. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Ich kann keine Affensprache. Als sie ankamen, war der Kühlschrank weg. Tja, es ist wohl nicht mehr da, was du mir zeigen wolltest. Wo ist das Pizzablech? Und dein schönes Bild? Irgendwo hatte Coco es hingelegt. Aber wo? Warten Sie, haben Sie ein Pizzablech gesehen, auf dem eine Zeichnung klebt? Tja, kommt drauf an, bevor oder nachdem mein alter Kühlschrank vom Schrotthändler abgeholt worden ist. Also, ich weiß zwar nicht, wie das passieren konnte, aber wenn dein Bild hier irgendwo ist, werden wir es finden. Du siehst hier ein bisschen zu und ich spreche mit dem Besitzer. Ach, Verzeihung, mein kleiner Freund hier liebt Magnete. Darf er zusehen? Natürlich, klar. Na, siehst du, aber schön still sitzen. Es ist ein sehr starker Elektromagnet. Drück auf den roten Knopf, dann wirst du erleben, was passiert. Toll, was? Der Magnet verliert seine Kraft und die Sachen fallen herunter. Und jetzt drück auf den grünen. Damit hebt man sie auf. Und nun drück wieder den roten Knopf, dann fällt der Kühlschrank in die Presse. Aber Coco konnte nicht zulassen, dass sein schönes Bild in der Müllpresse landete. Nicht den Hebel, den Knopf! Die Chance, ein Pizzablech in all diesem Müll zu finden, ist gleich an. Da ist es ja. Und das ist der Griff, den ich für meinen Kühlschrank brauche.
Wie viel soll er denn kosten? Nichts. Sie können dem Kranführer ein Trinkgeld geben. Coco und der Mann mit dem gelben Hut hatten alles geschafft, was sie sich vorgenommen hatten. Gute Nacht, Coco. Coco. Jetzt hatte er alles geschafft. Schlaf schön, Coco. Der Tag begann mit einem lauten Bum, Bum, Bum. Alle Leute konnten es hören. Aber nur einer war so neugierig, dass er unbedingt herausfinden musste, was es war. Das ist ja eine ziemlich beeindruckende Baustelle. Findest du nicht auch, Coco? Und so wird es aussehen, wenn es mal fertig ist. Mein Hut! Halten Sie meinen Hut auf! Mein Hut! Diese Metallkisten sahen wichtig aus. Außen Metall und innen ein leckeres Brot. Doch bei den vielen interessanten Maschinen hier konnte Coco keine Zeit mit Essen verschwenden. Maschinen machen am meisten Spaß, wenn sie viel Krach machen. Ich finde das ziemlich beunruhigend. Was ist da los? Wieso macht mein Haus so komische Geräusche? Ich glaube, der Boden unter dem Fundament schwankt, aber fragen Sie mich bitte nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung. Ich will, dass dieses Haus sicher steht. Wir müssen die Baustelle schließen, bis wir das Problem gefunden haben. Coco? Coco, komm da runter! Das ist kein Spielplatz! Hey, mein Freund, ist das Ihr Äffchen? Und ist das vielleicht auch Ihre Katze? Nein, aber ich kenne sie. Ich weiß, wo sie hingehört. Wieso stromerst du hier herum? Ach, hört mal, das Essen geht heute auf meine Rechnung. Am nächsten Morgen nahm sich der Mann mit dem gelben Hut selbst ein kleines Bauprojekt vor. Hallo Coco, was darf's zum Frühstück sein? Waffeln oder Pfannkuchen? Waffeln und Pfannkuchen natürlich. Tut mir leid, Coco, aber wir haben keine Blaubeeren mehr. Vielleicht finde ich etwas anderes Schönes, was man drauf tun kann. Oder läufst du schnell in den Laden um die Ecke und kaufst Blaubeeren, hm? Hier, Coco, das ist ein großer Geldschein. Pass also schön darauf auf. Coco wurde plötzlich klar, dass irgendetwas fehlte. Kein Bum, Bum, Bum. Vielleicht waren sie fertig.
Und das Haus stand schon. Dann mussten die Blaubeeren eben warten. Das Haus war noch nicht fertig. Aber es waren keine Arbeiter da, die bauten. Vielleicht war das der richtige Moment, sich alles genauer anzusehen, ohne jemanden zu stören. Wie sollte er nun die Blaubeeren bezahlen? Kompass half ihm. Dafür würde sie auf jeden Fall Blaubeeren abbekommen. Es war ein perfekter Sommertag. Ein Tag, an dem man gern einen Fußball über die grüne Wiese kickt. Und genau das tat Coco auch. Hey, du wirst immer besser, Coco. Das Üben zahlt sich aus. Na klar, wenn man etwas wirklich gut können will, braucht man viel Training. Oh, du musst dich auf den Weg machen. Du passt doch heute auf Sharky auf, stimmt's? Wenn er doch nur beides könnte, auf einen Hund aufpassen und Kicken üben. Hallo, Coco. Danke, dass du das für mich tust. Ich bin beim Friseur. Es dauert nur eine Stunde. Ich würde Chucky mitnehmen, aber manche Leute reagieren allergisch auf Hunde. Du kannst natürlich auch mit ihm zu mir nach Hause gehen. Oder ihr bleibt draußen und geht in den Park. Chucky liebt den Park. Also gut, viel Spaß, ihr beiden. Oh, Betsy und Steve haben gesagt, dass Chucky ihnen schon zweimal entwischt ist. Bitte behalte ihn gut im Auge. Also dann! Wenn Chucky sich so leicht von alleine losmachen konnte, würde Coco heute gar nicht mehr zu seinem Fußballtraining kommen. Es sei denn, er trainierte hier. Er war zwar nicht im Park, aber in Sicherheit. Und was am besten war, er hatte ein richtiges Fußballtor. Manche Hunde begreifen einfach nicht den Unterschied zwischen Spiel und Training. Aber hinter Chucky herzurennen hatte auch seine Vorteile. Ah.
So, jetzt war der Ausreißer endgültig in Sicherheit. Hier sein. Hä? Könnten Sie das wiederholen? Was hat er gesagt? Nummer 7? Nummer 8? Hat das irgendjemand verstanden? Ich verstehe ihn zwar nicht, aber ich vertraue ihm. Saubere Arbeit, Stationsvorsteher. Wir fahren in richtiger Reihenfolge. Stationsvorsteher, jetzt geht es wieder durcheinander. Stationsvorsteher, Sie haben gesagt rückwärts, oder? Für ein schlaues Äffchen war es leichter, mit echten Zügen zu spielen, als mit der Modelleisenbahn. Jetzt ging es nur noch darum, dass Zug Nummer 5 an erster Stelle fahren sollte. Coco war ein großartiger Stationsvorsteher. Nummer 5 fuhr genau richtig, gefolgt von 8, 7, 9 und 6. Und dann 6, 7, 9, 8 und 5. Dann 7, 5, 6, 8, 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9, 7. 8, 7, 9, 5, 6. 5, 6, 5, 7, 5, 6, 8. Und dann 356? War das meine Lok? Oder klang das nach einem Äffchen? Das war doch ganz anders als mit seiner Modelleisenbahn. Coco brauchte Hilfe. Aber Flint saß draußen und verglich Marmeladenbrote, ohne zu merken, dass ein kleines Äffchen ihn brauchte. Coco verstand nicht, warum diese Alarmglocke nicht klingelte. Bevor die Brote zerschnitten sind, sind sie gleich groß. Und danach auch, sehen Sie. Danke, dass du mich vertreten hast, Coco. Ich übernehme jetzt wieder. Das war die verrückteste Zugfahrt, die ich je erlebt habe. Du würdest das nicht glauben, Coco. Coco wollte immer noch Stationsvorsteher sein. Aber am liebsten zu Hause, wo er dabei ein ganzes Butterbrot essen konnte. Denn Brote zu teilen brachte viel Aufregung mit sich.
Es war der perfekte Tag, um die Straße entlang zu bummeln. Und sich zu fragen, wenn die Hausnummern immer höher wurden, gingen sie dann bis ins Unendliche? Genau das fragte sich Coco, als ihn plötzlich ein Geräusch neugierig machte. Lust, Körbe zu werfen? 23! Wann bin ich denn endlich dran, Steve? Wenn ich nicht treffe. Falls ich nicht treffe. Also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei 23. Ich stelle einen neuen Rekord auf. 24 Körbe hintereinander. Jetzt bist du dran, Betsy. Hier, fang, versuch du es mal, Coco. Hm? Vielleicht gelingt es dir, Steves Rekord zu brechen. Das war ein Treffer. Du brauchst noch 23, um mich zu schlagen. Coco war ganz sicher, dass er 23 schaffen konnte. Oder 34. Oder vielleicht sogar 104. Oh nein! Halten Sie an, das ist unser Ball! Ha! Und was jetzt? Wie wär's mit Minigolf? Was hältst du von der Idee? Du hast das noch nie gespielt? Es macht Spaß! Es gibt ein Schloss und eine Windmühle. Ich zeig dir, wie man das macht. Hier, ich bin richtig gut im Minigolf. Es kommt darauf an, wie oft du den Ball schlagen musst, bevor er ins Loch geht. So viele Punkte hast du. Coco hatte ein Ziel. Er wollte besser in Minigolf sein, als er in Basketball war. Im ersten Loch wusste Coco, dass er ein Naturtalent in diesem Spiel war. Du musst jetzt schön vorsichtig sein. Folgender Spielstand. Am ersten Loch habe ich 5, Betsy 8 und Coco 27. Coco hatte zwar keine 23 Körbe geworfen wie Steve, aber dafür hatte er schon die höchste Punktzahl beim Golf. An diesem Loch hat Betsy 4 und ich 3 Punkte. Wenn du den Ball nun reinschlägst, hast du 9. 9? Coco war sicher, dass er noch mehr Punkte bekommen konnte. Aber er musste sich Mühe geben, um aus so einer Nähe daneben zu schlagen. Das wären dann 10. Gib dir Mühe. Jetzt sind es 11. Und 12. 13. 14. Und wieder gegen die Windmühle. Du hast jetzt 20. Im Minigolf eine hohe Punktzahl zu erzielen, war kinderleicht. Er war der geborene Minigolfspieler. Am Ende des Spiels zählte Steve die Punkte zusammen. Ich habe 35 Punkte. Das ist sensationell. Mein persönlicher Rekord. Betsy hat genau 58 Punkte. Und Coco hat 257. Coco fand es toll, dass Hector bemerkt hatte, in welcher Eile er war. Coco konnte es kaum erwarten, seine ungeschmolzene Trophäe zu zeigen.
Aber der gelbe Hut war nicht da. Also war der Mann auch nicht da. Coco beschloss, Kompass zu beeindrucken. Tauben lieben interessante Dinge. Aber er hatte vergessen, dass sie am liebsten auf interessanten Dingen landen. Und nach der Landung hatte die Eiscreme eine ganz neue Form. Eine Menge neuer Formen. Du hast sie fallen gelassen? Oh, Eiscreme darf nicht runterfallen, dann spritzt sie auseinander. Das ist ein Eis von vorhin. Es ist wieder kalt geworden. Aber ich schenke dir ein schönes neues Eis. Also denk dran, keine Sonne nicht fallen lassen, einfach nur schnell nach Hause damit. Sieh mal, Betsy hat noch mehr Eis. Ein neues Eis. Wahnsinn. Jetzt konnte die Sonne kein Eis mehr schmelzen. Nun musste Coco nur warten, bis sein Freund zurückkam. Aber wo kam das Blatt her? Er musste es wegmachen, bevor der Mann mit dem gelben Hut da sein würde. Was für ein Glück für den neugierigen Hector, dass Coco seinen Preis unbedingt zeigen wollte. Das ergab keinen Sinn. Hier war keine Sonne und er hatte es nicht fallen lassen. Du hast es mit Wasser gewaschen? Oh, davon schmilzt Eis leider auch. Also gut, aber das hier ist das Letzte. Keine Sonne, nicht fallen lassen und auch nicht waschen. Bitte sehr. Hey, wie viel Eis kann denn ein einzelnes Äffchen verdrücken? Ich bin sicher, diesmal wird er teilen. Hey, Coco! Warte doch, Coco! Gib uns was ab! Was? Du bringst schon wieder eine riesige Portion Eis, Coco? Warte mal! Ach so, es gibt eine Party! Ein liebes Nachbaräffchen teilt mit anderen. Du hast genug Eis gegessen. Komm, wir fangen ihn! Da ist er, gleich haben wir ihn! Ein Preis, Coco? Du hast das als Trophäe bekommen? Lass mich ein Foto machen. Vielleicht kann Coco nicht anders. Vielleicht müssen kleine Äffchen manchmal furchtbar viel Eis allein essen. Das reicht hier für alle. Als Coco seine erste Trophäe gewann, hatten alle gewonnen. Oh, hallöchen, Coco! Na, mein kleines Äffchen, sieh dir mal den Stau an. Darum ist Bootfahren immer noch das Beste. Hallo, Clint. Hallo, Wind. Coco, kennst du meinen Bruder Wind? Hallo, Coco. Hi, hi.
Ich bin gerade auf dem Weg in den Norden. Da sehe ich hier eine Riesenschlange wartender Autos. Das muss wohl untersucht werden, hm? Da stimmt was nicht. Danke, Wind. Ah! Oh, hast du das gemacht? Ja. Aber Koku, du kommst doch aus der Stadt. Dort siehst du doch an jeder Ecke Ampeln. Weißt du nicht, wie sie funktionieren? Koku achtete immer nur auf die Lichter, die ihm sagten, wann er gehen konnte. Die anderen Lichter waren für die Autos. Und Koku fuhr kein Auto. Nun, du bist noch klein und du bist ein Äffchen, aber du solltest bei wirklich wichtigen Dingen trotzdem gut aufpassen. Es ist ganz einfach. Grün bedeutet, dass die Autos fahren dürfen. Gelb heißt, sie sollen langsamer werden und bei Rot müssen sie stehen bleiben. Man sollte niemals an einer Ampel herumspielen, während sie in Betrieb ist. Verstehst du das, Koko? Ich begreife sowieso nicht, warum sie hier in dieser Einsamkeit überhaupt eine Ampel aufgestellt haben. Sehr merkwürdig. Nun war die Ampel kaputt. Naja, nicht so schlimm. Gestern war schließlich noch gar keine da. Aber gestern hatte Hopsi noch seinen Ast, um über die Straße zu kommen. Da hatte Koko eine Idee, wie er helfen konnte. Jetzt, wo er wusste, wie eine Ampel funktioniert, könnte er ja selber Ampel spielen. Unter Kokos Aufsicht klappte es mit der Ampel besser als je zuvor. Zumindest viel besser für Eichhörnchen. Du hattest doch versprochen, dass du die Ampel ihre Arbeit tun lässt. Was? Ah, verstehe. Sie ist ausgefallen und funktioniert nicht. Entschuldige. Aber komm jetzt bitte trotzdem wieder herunter, ja? Hey, bist du nicht das Eichhörnchen, das immer so flink von Ast zu Ast über die Straße hüpft? Wir haben doch nicht etwa die dicken Äste abgesägt für diese Ampel dort. Ich finde sie sowieso völlig überflüssig bei dem wenigen Verkehr hier. Also, weißt du was? Koko, Eichhörnchen und natürlich auch ihr Hühner und Küken dort drüben. Ich verspreche, dieses Problem so schnell wie möglich zu lösen. Das ist mein Job. Wie sich herausstellte, hatte man die Ampel an der falschen Stelle aufgebaut. Sie sollte natürlich in der Mitte des Städtchens stehen. Windquint und Klintquint errichteten eine vorübergehende Eichhörnchenbrücke, bis die Äste nachgewachsen sein würden. Und Koko beschloss, sich die Ampeln in der Stadt genauer anzusehen. Vielleicht brauchte die eine oder andere ein Äffchen. Koko hatte ein langes, plattes Seil entdeckt. So ein riesiges Seil hatte bestimmt irgendetwas Wichtiges am anderen Ende. Andi, sieh dir an, was dein Glücksbringer angestellt hat. Ich verrate dir was. Drück mal den Knopf. Okay, Leute, es ist Zeit fürs Training.
Training? Das war die Chance für Coco, alle Geräte in Aktion zu sehen und zu helfen. Also half Coco, das Luftkissen zu testen. Er zeigte, was für ein guter Kletterer er war. Er lernte, was ein Rettungshaken anrichten konnte. Und er zeigte allen, wie man den Schlauch einrollte. Glücksbringer-Idee war wohl nicht die beste. Auftrag fürs Rettungsteam. Eine Taube steckt in einem Wal fest. Sag nichts. Oh, ich bin wirklich froh, dass Sie so schnell kommen konnten. Hallo, Coco. Hey, wo ist das Problem? Dort oben. Die Taube fliegt immer in das Maul des Walfisches und wieder hinaus, als hätte sie keinen Orientierungssinn. Das hörte sich verdächtig nach einer gewissen Taube an, die Coco kannte. Und das hörte sich verdächtig nach einem schlechten Taubennachahmer an, den Kompass kannte. Dieses Äffchen hat ja mehr Freunde als ich. Sie ist rausgekommen und jetzt fliegt sie garantiert aus dem Fenster. Oh. Wir müssen unbedingt da hoch. Aber wie denn? Unser Einsatzwagen passt nicht durch die Tür und die Bodenleiter ist zu kurz. Das Seil mit dem Flaschenzug. Das geht nicht bei diesem Glasdach. Wir könnten Löcher in dem Wal stechen, bis die Taube einen Ausgang findet. Oh, bitte nicht, unser kostbarer Wal. Kompass war überglücklich, das vertraute Gesicht eines, was immer Coco auch war, zu sehen. Seht nur, Coco bringt sie heraus. Coco kannte Kompass sehr gut, also zeigte er ihr gleich den Weg zu der entferntesten Wand. Kompass verstand und tat sein Bestes, direkt zur entferntesten Wand zu fliegen. Und natürlich verfehlte Kompass sie komplett. Coco, das hast du toll gemacht. Bravo, Coco. Hey, Coco, du kannst springen. Es wird höchste Zeit, Coco nach Hause zu bringen und den Besitzer des Hundes zu finden. Ich weiß, zu wem Chucky gehört. Ich fürchte, du kannst nicht unser Glücksbringer sein, Coco. Denn wegen hochlobenswerten Einsatz bei der Rettung einer Taube aus dem Inneren eines Wals ernenne ich dich zum ehrenamtlichen Rettungsaffen der Einsatztruppe 86. Die Einsatztruppe 86 hatte wirklich eine tolle Ausrüstung. Aber manchmal ist das Einzige, was man braucht, ein kleines Äffchen. Eine Menge Pfützen, ein Ball und ein sehr glückliches Äffchen. Das ist die perfekte Mischung für einen spaßigen, verregneten Tag auf dem Land. Coco hatte seinen Ball verloren. Aber dafür etwas gefunden, das er noch nie zuvor gesehen hatte. Eine Höhle. Coco wusste nicht viel über Höhlen.
Aber er wusste etwas über dunkle Orte. Man konnte nicht viel sehen. Wie sollte er seinen Ball wiederfinden? 150 Gramm Walnüsse. Oh, hallo, Coco. Hilfst du mir, meinen berühmten Bananen-Walnusskuchen zu backen? Coco versuchte Hopsi zu überreden, mit ihm zusammen den Ball in der Höhle zu suchen. Dieses Eichhörnchen wusste nicht, was ihm entging, wenn es immer so ängstlich war. Die Höhle war ein ganz neuer Spielplatz für Coco. Mit einer einzigen Taschenlampe konnte er Schatten zum Leben erwecken. Und sich selbst in einen furchtlosen Riesen verwandeln. Plötzlich kam ihm die Höhle ganz verändert vor. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte Coco richtige Angst im Dunkeln. Erst als er in seinem Zimmer war, fühlte er sich wieder sicher. Nein, in diese gruselige Höhle würde er nie wieder gehen. Gute Nacht, Coco. Coco, bist du das? Ah, ich hab wohl vergessen, das Licht auszumachen. Merkwürdig, hier unten sind auch noch alle Lampen an. Wenn Bienen Nektar sammeln, tragen sie mit ihren Füßchen einen feinen Stoff namens Pollen von Blume zu Blume. Und der bewirkt, dass hier noch mehr Blumen wachsen werden. Hier im Bienenstock verwandeln die Bienen den Nektar. Na, kannst du mir sagen, in was, Coco? In Honig. Genau in den Honig, den du auf deinem Brot so magst. Die Bienen machen mehr Honig, als sie essen können. Wir nehmen, was übrig bleibt. Ich schenke dir noch ein Glas. Guten Appetit.
Coco fand's unglaublich, dass so etwas Leckeres von Tierchen kam, vor denen er solche Angst gehabt hatte. Dafür wollte er sich bei ihnen bedanken. Geh bitte nicht so nah ran, Coco. Bienen werden ärgerlich, wenn man sie in ihrem Bienenstock stört. Ich bleibe noch hier und helfe ein bisschen. Bis später, Coco. Ich habe die Lösung. Ich weiß, wie ich die Bienen loswerde. Hier siehst du meinen selbst entworfenen Bienenschutzanzug. Da kommt kein einziger Stich durch. Also los! Ich springe auf dieses Brett, um die Schlammbrocken abzufeuern. Die werden dann den Bienenstock treffen und der fällt in die Tonne. Und die bringe ich dann zu Herrn Renkins. Naja, es ist nicht die feine Art, einen Bienenstock zu entfernen. Aber ich muss etwas unternehmen, bevor meine Kaninchen gestochen werden. Coco ahnte, dass Bills Plan die Bienen nur wütend machen würde. Hör mal, Bill, es gibt eine bessere Methode, Bienenstöcke zu entfernen, das weißt du doch. Lasst uns die Kaninchen an einen sicheren Ort bringen und einen Bienenexperten anrufen. Oh nein, 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 komm sofort her, Herbert Toppinger! Ja, das ist ein Bienenstock, den Sie da haben. Aber ich kann Ihnen nicht helfen. Wieso denn nicht? Es sind zu viele Äste im Weg. Die müssen erst einmal alle beseitigt werden, bevor ich da hinaufgehen kann. Tut mir leid, aber die Äste kann ich so nicht schneiden. Keine Chance. Warum denn nicht? Na, wegen der Bienen. Da muss erst ein Bienenexperte ran, bevor ich da hochklettere. Ich werde erst die Bienen entfernen, wenn Sie alle Äste weggeschnitten haben. Und ich werde erst die Äste schneiden, wenn Sie die Bienen entfernt haben. Coco konnte nicht glauben, dass er und all die anderen hier nicht gegen einen Schwarm Bienen ankamen. Oh, du kannst ja verblüffend echt einen Bären nachmachen. Ich habe heute mit Coco darüber geredet, dass hier seit 20 Jahren niemand mehr einen Bären gesehen hat und... Schnapp dir den Bienenstock. Worauf wartest du noch? Das ist nicht so einfach. Die Bienen beschützen ihr Zuhause. Ich schlage vor, wir bleiben hier in Sicherheit, bis die Bienen alle weg sind. Gibt's hier eine Kleinigkeit zu essen? Ich bin von der Forstaufsicht und habe einen Anruf bekommen wegen eines Bären. Oh. Schauen Sie sich das an. Wie lange wurde hier kein Bär mehr gesehen? Seit 20 Jahren. Wir Experten sind hier zwar alle versammelt, aber ein hungriger Babybär hat das Problem für uns gelöst. Du hattest also recht mit deinem Bären, Coco. Coco hoffte, dass er den Bären eines Tages wiedersehen würde. Vielleicht konnten sie sich noch mal ein Honigbrot teilen. Jungs. Oh, du siehst aber gut aus, Coco. Naja, zumindest deine rechte Hälfte, würde ich sagen. Ich nehme an, da muss jemand ein halbes Bad nehmen. Das sehe ich auch so. Aber Coco mag auf einmal nicht mehr baden und ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht findet Coco, dass er fürs Baden zu groß geworden ist. Natürlich, das wird es sein. Mein kleines Äffchen wird langsam erwachsen.
Dann weiß ich jetzt genau, was ich zu tun habe. Komm, Coco, wir gehen rein. Oh, danke, Frau Professor Weisheit. Sie sind ein Genie. Nun ja, wenn Sie meinen. Ich verstehe jetzt, warum du nicht mehr in die Badewanne willst, Coco. Und du hast recht, darum werden wir ab jetzt etwas anderes machen. Du wirst duschen. Stell mal das Wasser an, Coco, und sieh, was passiert. Oh. Oh. Coco! Coco! Okay, Coco, das Äffchen möchte nicht baden und es möchte auch nicht duschen. Ich werde einen Spaziergang machen und möglichst nicht über irgendwelche Probleme nachdenken. Aber manchmal ist es schwerer, als man denkt, nicht über irgendwelche Probleme nachzudenken. Seifenblasen. Vielleicht war Springy irgendwo in der Nähe. Hallo, Betsy. Hallo, Steve. Hallo. Betsy machte sehr hübsche Seifenblasen, aber sie war kein Spielzeugfrosch. Wir waschen Hunde, um ein bisschen Geld zu verdienen. Willst du uns helfen, Coco? Ja, Coco, warum hilfst du ihnen nicht? Hier hast du Wasser und Seife und Seifenblasen. Alles. Toll! Coco, du machst Seifenblasen und lockst alle schmutzigen Hunde an. Schade, der dreieckige Seifenblasenspender war wohl kaputt. Aber viereckige Seifenblasen waren sicher auch schön. Die haben mich auch verwirrt, als ich sie zum ersten Mal benutzt habe. Ganz gleich, welche Form der Seifenblasenspender hat. Es kommen immer Runde heraus. Aber durch all diese Seifenblasenspiele vermisste Coco Springy nur noch mehr. Chucky, du bestehst ja mehr aus Matsch als aus Hund. Hey Coco, kannst du mir mal helfen? Würdest du Chuckys Ball waschen? Ich fänd's ja gut, wenn du auch etwas von dem Waschwasser abkriegen würdest. Natürlich! Der Park! Der Matsch! Chucky! Oh nein, nein, du wirst ja noch dreckiger! Coco, nicht so schnell! Okay, wir sehen uns zu Hause. Du hast gewonnen. Warum sind wir überhaupt so gerannt? Coco, du sitzt in der Badewanne? Okay, das freut mich, nur frage ich mich, was vorhin das Problem war. Ein Bad ist erst ein richtiges Bad mit Seifenblasen und Springy. Peter troede også, at han havde brug for bedre mading. Eller først kunne han have noget mading. Peter havde spist en gulerod, da han så ålen. Måske kan ål også lide gulerødder. Eller andre af Peters favoritter. Så hvis ikke Peter fandt ud af, hvad ål spiste, så ville Bill helt sikkert fange den først.
Hvis han skyndte sig, kunne han nå at få et billede af ålen. Nu skal jeg lige have sat en ny krog på. Men jeg er snart tilbage, så du kan ikke nå at fange den før mig. Her var Peters chance for at fange ålen først, så Bill ikke kunne tage den med hjem. Peter kunne ikke nå ålen, og han havde ikke mere luft. Det så ikke godt ud. Bill vil snart være tilbage med sin nye krog. En krog var lige, hvad Peter havde brug for. Hvis bare han kunne få vandet til at være helt stille. Bill skulle få ålen, men han ville heller ikke have, at ålen skulle være spærret inde. Peter, det her er, hvad der sker, når man ikke bruger det rigtige fiskeudstyr. Det er bare et gammelt bur. Hey, ålen er inde i buret. Og det var dig, der fangede den. Okay, du vandt. Men Peter, vi må hjælpe ålen med at komme tilbage, hvor den hører til. Ja, det var derfor, jeg ville fange den. Så den kunne komme hjem til havet. Nu hvor du er en storbedreng, ved du det ikke. Men ål svømmer fra fersk vand til havet for at yngle. God rejse, herre ål! Det er den rigtige måde til at afskede med en, der er på vej mod det store hav. Alle fiskerne havde historier med hjem den dag. Herr Quint fortalte, hvordan han reddede en hval. Og Peter fortalte om, hvordan han og Bill havde reddet ålen. Ha 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 ha!